Moin, ich bin Kai vom Väter-Magazin Dailylicious. Denkst du Familienauto? Ich zeige dir heute meine Top 5. Hier haben wir den Nissan X-Trail. Was der für Familien bereithält, schauen wir uns jetzt an. Denkst du Familienauto? Dann ist die dritte Sitzreihe auf jeden Fall ein ziemlich cooles Feature. Vielleicht nicht unbedingt für Oma und Opa, aber auf jeden Fall für ein paar Schulfreunde. Als nächstes checke ich für euch den T6 Multivan von Volkswagen. Denkst du Familienauto? Dann denkst du Platz. Und mit dem Bulli kriegst du noch eine Prise Surfer-Feeling für den Campingurlaub. Bei der Suche nach einem Familienauto darf ein SUV natürlich nicht fehlen. Deshalb checken wir jetzt den Skoda Karoq. Was gerade junge Familien dringend benötigen, ist genug Platz für einen Kinderwagen, der sich schnell verstauen lässt. Die Wirtschaftlichkeit ist bei der Wahl des richtigen Familienautos ein ganz entscheidender Faktor, denn viele Tankstops schmälern die Familienkasse. Insofern sollte bei der Wahl der Motorisierung immer darauf geachtet werden, dass man nicht zu viel PS unter der Haube hat. In meiner Top 5 der Familienautos ist der Audi Q2 sicherlich der kompakteste. Dafür in sportlichem Design und mit permanentem Allrad. Was mir noch wichtig ist, zeige ich euch jetzt. Denkst du Familienauto, dann auf jeden Fall auch Kindersitz. Deshalb sind 4 Türen Pflicht. Spaß macht ein Familienauto insbesondere dann, wenn es mehr als nur vernünftig ist. Und deshalb freut sich Papa, wenn er in so einem schick designten Cockpit Platz nehmen kann. Denkst du Familienauto, dann spielt Sicherheit eine ganz entscheidende Rolle. Deshalb gucken wir uns jetzt den Volvo V90 an. In Sachen Individualisierung sind auch beim Familienauto nach oben keine Grenzen gesetzt. Wer ein bisschen extra Budget einplant, bekommt ein Höchstmaß an Sicherheit durch Assistenzsysteme und einen satten Sound aus den Boxen durch eine fette Anlage. Denkst du Familienauto? Dann gibt es nicht die eine perfekte Lösung, die für alle passt. Was ihr genau braucht, hängt von eurem ganz persönlichen Setup ab. Überlegt euch vorher, was ihr braucht, wie viel ihr unterbringen müsst. Dann findet ihr dazu auch die perfekte Lösung. Viel Spaß beim Suchen.